Die Zuckerrübe ist ein Futtermittel, das immer mehr Bedeutung in der Praxis in der Rinderfütterung gewinnt. Deswegen besuche ich heute hier den Betrieb Menke, der bereits seit einiger Zeit Zuckerrüben bzw. KWS Feedbeat bei sich in der Bullenmast einsetzt. Hallo Frau Menke. Hallo. Hallo Herr Menke, hallo. Schön, dass Sie Zeit haben. Ja, Sie setzen ja bereits schon seit einiger Zeit hier KWS Feedbeat bei sich auf dem Betrieb ein. Erzählen Sie doch mal, wie sind Sie überhaupt zur Rübe gekommen und wie setzen Sie die Rübe bei sich auf dem Betrieb ein? Ja, als wir 2015 den Stall gebaut haben, haben wir überlegt, wie können wir die Futtergrundlage der 470 Bullen, die wir hier messen, sichern. Da kam uns der Gedanke, irgendwas Neues zu machen, was reizt. Wir kamen auf den Gedanken Rübe, wir kamen auf den Gedanken Grünroggen im Vorfeld vor Mais. Und es war sehr interessant, sowas zu machen. Es macht einfach Spaß, sowas zu machen. 30 Jahre hat in dieser Region keine einzige Rübe gewachsen und auf Male wachsen überall wieder Rüben. Die Erträge sind 50% über den Maiserträgen in dieser Region. Und so sind wir auf diese Sache mit den Rüben gekommen. Ja, wie setzen Sie denn die Rübe genau bei sich in der Ration ein? Also wir füttern 50% Zuckerrüben. Einmal wird die Zuckerrübe mit ins Silo einsiliert, ins Mais-Silo, und einmal bekommen wir die als Preschnitzel. Zudem füttern wir dann noch Silomais, Grünroggen, Gras, unser eigenes Schrot, Mineralfutter und Ackerbohnen. Ja, die Rübe ist einfach ein sehr schmackhaftes Futter für unsere Bullen und die lieben das einfach. Also wenn sie jetzt hier einmal komplett Zuckerrüben draufstreuen oder Preschnitzel, das lieben die. Die kommen sofort zum Troch und schlabbeln das alles weg, weil die einfach richtig Hunger darauf haben, richtig Heißhunger, wie wir manchmal auf dem Schnitzel, also oder Schokolade. Und ja, unsere Mastdauer verkürzt sich bei den Bullen auch von 16 auf 14 Monate. Und die Zuckerrübe macht alleine die Bullen auch sehr ruhiger. Also normalerweise sind die immer so ein bisschen aufgedreht und die Zuckerrübe holt die dann einfach runter. Dann legen sie sich hin und kauen wieder und ja, erzeugen dann ja durch das Wiederkauen das Fleisch. Und das gefällt uns auch ganz gut. Ist halt sehr schmackhaft und passt gut in unseren Betrieb rein und die Bullen lieben es. Ja, vielen Dank für die spannenden Ausführungen. Ja, Sie sehen, KWS Feedbeat ist ein sehr interessantes Thema und bringt eben neben den ackerbaulichen Aspekten auch viele spannende Vorteile in der Ration mit sich. Wenn auch Sie mehr zu diesem Thema wissen wollen, wenden Sie sich gerne an Ihren KWS-Berater vor Ort oder gehen Sie auf den unten stehenden Link.